Zdraví, milí diváci, teraz prichádza model und Bahn. Hallo, liebe Zuschauer, jetzt kommt Model und Bahn. Es gibt ja wahnsinnig viel Neues hier auf der Messe in Nürnberg zu entdecken. Und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung hier von Nürnberg. Unseren traditionellen Messerundgang hier in Nürnberg, liebe Zuschauer und vor allen Dingen liebe Modellbahnfreunde, setzen wir fort am Stand von ESO. Und das hat ja auch schon Tradition. Und an meiner Seite steht Jürgen Lindner. Und mit ihm wollen wir uns jetzt unterhalten über alte Sachen, aber auch über die Neuheiten, die ESO dieses Jahr parat hat. Ja, hallo erstmal, danke fürs Kommen. Lieber Jürgen Lindner, wir wollen einfach mal mit einer Lokomotive anfangen, die Ihnen ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat in der Vergangenheit, das ist die V60. Was wird jetzt mit der V60? Also in der Tat hat uns die V60 einiges an schlaflosen Nächten bereitet, weil die erste Produktionscharge, die wir liefern wollten, ziemlich genau vor einem Jahr, hat leider nicht so funktioniert. Um es kurz abzukürzen, wir hatten sehr viele technische Probleme damit, Fertigungs- und Konstruktionsfragestellungen. Wir haben alle Loks wieder sozusagen ins Werk zurückgeschickt und nach einiger Prüfung uns dann dazu entschlossen, alles wegzuschmeißen und neu zu machen. Das ist jetzt in vollem Gange und auch wird abgeschlossen werden noch im Januar bzw. Februar. So dass wir hoffen können, mit berechtigter Hoffnung, dass wir nagelneue Produktionslieferungen von V60 spätestens im Mai, Juni im Laden haben werden. Und Sie können dann auch wirklich sicherstellen, dass mit der neuen V60 oder mit der neuen Charge dann wirklich alles in Ordnung ist? Ja, das können wir, weil wir garantiert nichts liefern werden, was nicht hundertprozentig funktioniert. Und wir gehen da wirklich auf Nummer sicher jetzt und wenn wir nochmal liefern, dann wirklich nur gute Qualität. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt klappt. Ich bedanke mich auch bei allen Leuten, die da jetzt wirklich schon sehr lange drauf warten. Die V60 ist ja eine Kultlok und insofern warten viele berechtigt darauf. Und wir werden sicherstellen, dass jeder, der eine ESO V60 haben will, auch eine erhalten wird. Das ist das Wort, worauf die Modellbahner sicherlich sehr gewartet haben. Und ich denke, es wird klappen. Die V60 gibt es ja aber sicherlich auch noch in anderen Farbvarianten. Ja, wir sind so mutig und haben dieses Jahr noch drei neue Farbvarianten angekündigt. Und zwar drei Privatbahnen. Einmal in Blau die Mittelweserbahn, dann eine bayerische Variante und eine gelbe Gleisbau-Variante der DB, nicht Bergbau, Gleisbau-Variante, um einfach auch ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen und den Freunden der Privatbahn ein Angebot machen zu können. Diese Maschinen werden dann auch zum angekündigten Zeitpunkt parat sein? Diese Maschinen sind jetzt neu für Nürnberg 2015 und werden auch im Herbst lieferbar sein. Das heißt, wir machen zwei Produktionschargen. Einmal die, die letztes Jahr schon angekündigt waren und dann nochmal eine. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das auch möglich. Gut, also, die V60 kommt, die Modellbahner, die lange drauf gewartet haben, können sich drauf freuen und es wird klappen. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Neuheit von ESO, für dieses Jahr angekündigt, die E94, eine tolle Lok. Dankeschön. Ja, wir folgen unserer Tradition, um gewisse Kultloks auch sozusagen im Modell umzusetzen. Dieses Jahr haben wir uns entschlossen, wieder eine E-Lok zu bringen, nachdem wir jetzt die letzten Jahre vorwiegend Diesellokomotiven eben aufs Gleis gestellt hatten. Die E94 ist ja das deutsche Krokodil mit ihren 6 Achsen, verdiente unserer Meinung nach eine würdige Modellumsetzung. Und ich hoffe, das ist uns mit unserem ESO-Modell auch gelungen. Ich denke mal, sie wird auch mit dem typischen ESO-Details ausgestattet sein, auch vom Sound her. Natürlich, auch diese Lok entspricht dem Technikpaket, was alle Loks der ESO Engineering Edition beinhalten. Erstens mal voll aus Metall gebaut, dann haben wir als Neuerung zwei Glockenankermotoren, die die Lokomotive antreiben. Wir haben Pantographen, die automatisch heb- und senkbar sind. Wir haben natürlich das gesamte Lichtpaket mit drin. Und was vielen schon ganz positiv aufgefallen ist, die DB-Variante hat diese sogenannten Anfahrlampen.
damit auch ein Lokführer, der komplett im Dunkeln anfährt, sieht, ob die Lok rollt oder ob die Bremse noch funktioniert. Das nenne ich doch mal ein pfiffiges Detail. Ja. Die weitere Neuheit, oder was heißt, nein, die ist nicht ganz neu, die 261, die Gravita, die hatten wir ja schon im vergangenen Jahr vorgestellt, aber sie wird um weitere Farb- und Formvarianten oder technischen Details neu kommen. Ja, die BR261, die Rangierlok als Nachfolger auch der V60, haben wir in der Tat letztes Jahr angekündigt und werden sie Ende März definitiv liefern. Die Produktion ist abgeschlossen, der Container auf dem Seeweg zu uns. Und wir haben uns dieses Jahr entschlossen, auch hier wieder ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bringen und haben drei neue Privatbahnvarianten angekündigt. Unter anderem eine RWE-Lok und eine Voigtwerks-Lokomotive. Okay, und was an technischen Spielereien, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, Gänsefüßchen, wird denn an dieser Lok dann dran sein? Also das Besondere an der 261 ist natürlich erstmal, dass sie eine Rangierlok ist. Das bedeutet, sie hat zwei Rangierkupplungen von uns erhalten, die automatisch funktionieren. Im Gegensatz zur V60, die eine mechanische Lösung hat, ist die von der 261 eine elektromechanische Kupplung. Sie ist auch von einem Glockenankermotor angetrieben, also im Prinzip auch sehr stark. Und worauf wir auch Wert gelegt haben, ist eine vernünftige Lichtausstattung mit Fernlicht, mit Rangierbeleuchtung, mit Führerhaus- und Führerpultbeleuchtung. Und damit wir das Ganze auch realistisch und echt abbilden können. Natürlich darf bei einer ESO-Lok auch der Rauchgenerator nicht fehlen. Und wir haben einen riesen Lautsprecher eingebaut, sodass auch dieser MTU-8-Zylinder-Sound sauber rüberkommt. Na prima, da wird sich auch die Gemeinde, die diese Lok lieben, sehr freuen. Die weitere Neuheit ist die Baureihe 245. Ja, die Trax ME, wie sie heißt, ME wie Multi-Engine, hatten wir auch schon letztes Jahr erstmalig hier vorgestellt. Leider ist es mit der Lieferung dieses Jahr nichts geworden. Wir arbeiten immer noch mit Hochdruck daran, haben aber, um wenigstens die Wartezeit ein bisschen verschmerzen zu lassen, gleich noch eine dritte Nummer eben mit angekündigt, eine Betriebsnummer. Also die Maschine wird definitiv auch dann dieses Jahr im Handel sein? Ja, es ist schwerstens geplant und sie ist jetzt auch endlich in Produktion gegangen, die Lok. Wir haben bisher immer alles geliefert, was wir angekündigt haben. Okay. Eine weitere Kultlok steht auf dem Programm, die V200. War ja auch vergangenes Jahr schon da, aber sie kommt in einer anderen Farbvariante. Ja, genau. Nach dem großen Erfolg der V200 letztes Jahr haben wir uns natürlich erstmal entschlossen, noch weitere Modelle sozusagen nachzuproduzieren. Es hat leider noch nicht jeder eine V200 erhalten, der eine bestellt hatte. Da arbeiten wir jetzt schwer dran und da kann ich berichten, dass wir ab Mitte, Ende Februar wieder welche haben. Die sind schon auf dem Zulauf. Und auf vielfachen Wunsch haben wir dieses Jahr auch eine ozeanblau-beige Variante mit ins Programm aufgenommen, um auch den Freunden dieser Lackierung eine V200 anbieten zu können. Also eine weitere neue Farbvariante am Start. Jetzt Formvariante. Formvariante. Ja, weil die ozeanblau-beige Lokomotive auch leider ein bisschen andere Lampen hat als die anderen Varianten, mussten wir auch tatsächlich das Gehäuse ändern. Also nicht nur Form, sondern auch Farbvariante etwas verändert. Jetzt kommen wir zu einer Lokomotive. Die haben wir uns ganz bewusst zum Schluss aufgehoben. Es ist eine preußische Dampflokomotive, die T16. Es wird vor allen Dingen, liebe Modellbahn- und Eisenbahnfreunde, die Freunde der Rennsteigbahn ganz besonders freuen. Es ist die 94-1292, die Kultlok vom Bahnhof Rennsteig und vom BW Ilmenau. Liebe Modellbahnfreunde, liebe Freunde der Rennsteigbahn, es ist soweit. ESO bringt diese Dampflok tatsächlich raus. Das stimmt. In der Tat war es ja relativ lange schon geplant und viele haben uns auch immer wieder gefragt auf Messen, wann kommt denn endlich eine Dampflok von ESO mit all diesen technischen Spielereien. Wir haben uns nach langer Vorbereitungszeit endlich sozusagen dazu entschlossen, diese jetzt endlich dem Publikum vorzustellen. Die preußische T16.1 hat sehr viele Freunde und natürlich auch die 1292, weil sie letztendlich erstens eine Kultlok ist und zweitens immer noch rumfährt. Sodass wir diese ja, momentan steht sie. Das ist allerdings in der Tat richtig, aber wir hoffen ja alle schwer, dass sie demnächst wieder unter Dampf stehend sozusagen uns begeistern darf. Genau. Zumindest im ESO-Modell wird sie auf jeden Fall demnächst fahren. Und zwar mit allem, was man so von ESO-Technologie so kennt. Und ich kann Ihnen versichern, lieber Jürgen Linder, und auch Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, es ist tatsächlich die erste 94er, die fast aufs Tüpfelchen dem Original gleicht. Also wir haben auch Fachleute befragt, die haben gesagt, wow, das ist die Lokomotive, auch im Modell, da fehlt wirklich nichts.
Ja, das ist richtig. Uns war natürlich extrem wichtig, dass wir gerade beim ersten Modell alle Details richtig machen, was uns bei der Lok schwer gemacht wurde, weil wir sie als Epoche 1 preußisch Variante bis eben hoch zur Rennsteinbahn in insgesamt 6 Varianten anbieten. Wir haben 4 verschiedene Kessel, ich glaube 3 verschiedene Führerhäuser, die Kohlebansen sind unterschiedlich, die Rauchkammertüren, die Verrohrung ist anders. Wir haben Varianten mit Rickenbach-Gegendruckbremse, welche ohne, mit Knorrbremse, Luftpumpe, mit Tölkinenpumpe, also ist mit Glocke, ohne Glocke, mit Überhitzer, ohne Überhitzer. Wir haben unglaublich viel recherchieren müssen und uns durch all die Zeichnungen und Fotos wühlen müssen. Unser Konstrukteur ist schier wahnsinnig geworden bei dieser Variantenvielfalt. Wir meinen aber, dass es sich gelohnt hat. Das glaube ich auch und ich muss jetzt sagen, uff. Wir sind durch mit den Neuheiten bei ESO in einem Wahnsinnstempo. Aber ich denke, die Modellbahnwelt hat schon ganz gespannt auf ihre Lippen geschaut und ihren Worten gelauscht. Und ich denke, es wird dieses Jahr sicherlich ein gutes Jahr für Sie werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses tolle, nette Gespräch. Und wir sind schon ganz gespannt, was nächstes Jahr bei Ihnen wieder auf dem Programm steht. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre warmen Worte. Lassen Sie sich überraschen. Dankeschön. Als vor 104 Jahren Oswald noch die Firma noch gründete, konnte er nicht ahnen, was er da auslöst. Und die dritte Generation, die vierte Generation mittlerweile, steht jetzt neben mir. Und Dr. Rainer Noch ist das Gesicht, was für dieses Unternehmen steht, wo wir alle wissen, es gibt immer was Neues und was Tolles für die Modellbahnwelt. Und damit steigen wir ein in die Neuheiten 2015. Hallo Herr Buttig, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder gesund und munter bei uns auf dem Stand sind und zeige sehr gerne unsere Neuheiten. Das diesjährige Kernthema rechts und links der Gleise Jawohl. Ist ja mal was ganz Tolles. Und da fällt einem ja wieder ganz, ganz, ganz viel ein, was man da den Modellbahnern anbieten kann. Wir fangen mal mit den Modellbausätzen, Bahnbauten, Handel und Gewerbe an. Wir haben uns gedacht, wir müssen mit unserem Fokusthema mal wieder ein bisschen näher an die Bahn ran, weil einfach viele Themen von uns bislang noch nicht belegt waren. Und hier haben wir uns jetzt ein Gewerbegebiet rausgesucht. Wir haben also verschiedene Gewerbegebauten. Das ist eine kleine Werkstatt, das ist eine Klempnerei, das ist eine Schnapsbrennerei mit dem sinnigen Namen Schluck und Specht KG. Ich weiß es ja wohl nicht. Wir haben ein ganz tolles Produkt, das ist so eine Rostpatina. Da kann man dann also sogar die Produkte wirklich entsprechend auch. Oder anders formuliert, rechts und links der Gleise geht es ja nicht so sauber zu. Das ist ja alles so ein bisschen staubig, ein bisschen schmuddelig, ein bisschen rostig. Ja. Und dann kann man die Produkte auch entsprechend in Szene setzen. Ich verwundert mich eigentlich ein bisschen, dass ihr noch nicht in den vielen Jahren das Thema rechts und links der Gleise entdeckt habt. Das verwundert mich schon. Es war höchste Zeit, da mal wieder näher ranzurücken. Wir waren mal in den Bergen, wir waren mal auf dem Bauernhof. Und es war einfach höchste Zeit, weil wir auch viele Ideen zu dem Thema hatten, da mal wieder ein bisschen ranzurücken. Nun ist ja auch in der Herstellung von Figuren und Modellen bei euch eine neue Produktionstechnik eingezogen. Das Drucken mit dem 3D-Laser. Ja, also wir haben natürlich den klassischen Spritzguss für größere Serien. Und erstmals dieses Jahr haben wir 3D-gedruckte, spezielle Bahnthemen. Das sind zum Beispiel Signalstellwerke, das sind Gleisstellwerke, das sind Hemmschuhe und Hemmschuhhalter. Also diese schönen Kleinigkeiten, die dann wirklich das Leben in die Bahnszenerie bringen, die werden 3D gedruckt und handbemalt. Ich muss sagen, ist auch sehr gut gelungen. Also sieht wirklich fantastisch aus, kostet zwar etwas sicherlich mehr, aber diese Investition lohnt sich in jedem Falle auf dem Weg zur naturgetreuen Nachstadt. Danke, Herr Buttig, vielen Dank. Ja, dann kommen wir weiter. Weingut hatten wir voriges Jahr in H0, jetzt haben Sie es in N rausgebracht. Ja, wir versprechen den N-Bahnern ja immer, dass die Modelle, die besonders erfolgreich in der großen Spurweite H0 sind, dass wir die dann gerne auch in Spur N adaptieren. Und das Weingut Hauser Bühler, das ja im Original im Kaiserstuhl steht,
das hat sich einfach angeboten, den Spur N zu machen. Wird die N-Bahner sicherlich freuen, die sind ja mal so ein bisschen vernachlässigt von vielen, aber es gibt relativ wenig, aber es wird die N-Bahner freuen, dass noch sich auch da ein Herz erschließt und sagt, das muss dahin. Mit Sicherheit. Und dann haben wir für die N-Bahner auch noch die beleuchteten Figuren gemacht und für die TT-Bahner auch, also dass diese Klientel nicht ganz vernachlässigt wird. Wollen wir nochmal in Erinnerung rufen, die beleuchteten Figuren waren ja zuerst in H0 da. Ja. Das war der Verkehrspolizist, das war der Fotograf, das waren Motorradfahrer, also alle möglichen Leute. Diese Figuren kommen jetzt auch in H0, in TT und N. Nicht die ganze große Auswahl, einfach deswegen, weil es nicht alle Figuren in den Spurweiten gibt, aber es kommen die wichtigsten. Es ist natürlich der Bahnschaffner mit der grünen leuchtenden Kelle und es sind die Polizisten mit der roten Haltekelle. Ach, das ist ein sehr unangenehmes Zeichen, wenn man da hört. Okay. Bleiben wir noch bei den Figuren. Es gibt ja weitere Neuheiten in Figuren. Sie bieten sozusagen ein Set an, was man selbst bemalen kann. Ja, da war eine große Nachfrage. Viele Bastler wollen gerne Figuren selbst bemalen. Und jetzt haben wir ein Set, da sind 144 unbemalte Figuren drin, plus die passenden Farben von Revell und drei Pinsel. Und dann gibt es die Figuren auch zum Nachkaufen, falls man dann immer noch nicht die Lust verloren haben sollte, kann man die dann auch ohne Farben nachkaufen. Bleiben wir noch mal bei den Figuren. Da gibt es was ganz Neckisches, was sie anbieten. Also ich fand den Spruch sehr gut. Figuren in der Dose. Bisher kannte ich immer nur Reihe in der Tube. Figuren in der Dose, das sind 198 einzelverpackte Figuren. Die Idee ist, dass der Händler sich diese Figuren auf seine Verkaufstheke stellt und der Modellbahner für genau 1 Euro sich eine beliebige Figur aus der Dose aussuchen kann. Aber es geht auch noch günstiger. Wir haben eine große Figurenpackung mit 60 Figuren drin und die kostet dann nur 49,99 Euro. Und das ist dann wirklich die günstigste Art und Weise, die Modellbahn zu bevölkern. Also Sie werden allen Geschmäckern gerecht sozusagen. Sie tun für alle so ein bisschen entgegenkommen und sagen, entweder er malt sie selber, er kauft die Figuren in der Dose. Figuren in der Dose oder eben dann die anderen Sets, die Sie also da ebenfalls anbieten. Also für jeden Geschmack ist was dabei. Genau. Ja, dann kommen wir nochmal rechts und links der Gleise. Gibt es ja Bahnhöfe, es gibt ja auch noch Straßen. Da gibt es bei Ihnen ganz wunderschöne Bushaltestellen, Kioske, Baustellen, die man ebenfalls als Lasercut-Modelle, denke ich mal, ankriegen kann. Ja, wir haben diese Serie der Lasercut-Minis vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Und diese Serie ist wirklich sehr erfolgreich, ich denke aus zwei Gründen. Zum einen sind die Stellflächen der Modelle sehr klein, sodass jeder Modellbahner Platz findet, die noch einzubauen. Und zum anderen ist der Preispunkt auch sehr niedrig. Das heißt, die meisten dieser kleinen Bausätze kosten unter 10 Euro. Und da haben wir auch dieses Jahr wieder 10 neue Modelle vorgestellt, von Schrebergartenhäuschen über verschiedene Zäune, über Kanalabdeckungen, also alles, was so rechts und links der Gleise eben zu finden ist. Das ist eben sehr schön und das macht auch, wie gesagt, die Anlage so perfekt. Und ich finde es immer wieder toll, wie Sie auf diese Ideen kommen. Rechts und links der Gleise haben wir dieses Jahr, vorher war es ja ein anderes Thema, den Modellbahn immer wieder mit Neuigkeiten zu überraschen. Man hat ja manchmal den Eindruck, gibt es denn eigentlich noch was man den Leuten überraschen kann? Das ist genau die Frage, die wir uns am ersten Tag nach der Nürnberger Spielwarenmesse stellen, wenn wir zu Hause im Büro sind. Und wir wundern uns dann selber, dass ein Jahr später wieder so viel Neuheiten da sind. Ja, das ist ja immer die Frage. Aber dann merkt man auch den Spaß und die Freude, die auch in Ihrem Unternehmen herrscht, solche Dinge herzustellen. Und das braucht man, glaube ich, ganz einfach, um sowas machen zu können. Der Spaß und die Freude ist dabei auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir mal weiter. Wir kommen mal in die Baumlandschaften. Es gibt einen Baum, der fällt. Mhm. Wir haben eine Wetterfichte mit einem Servo ausgerüstet und auf Knopfdruck wird der Baum gefällt. Also er fällt um, wippt dann noch ein bisschen nach, bevor er vollends aufschlägt. Ja. Und nicht mehr naturrealistisch, nach 8 Sekunden stellt er sich wieder auf. Ist ja unglaublich, was bei noch alles möglich ist. Wir trotzen der Schwerkraft. Dann eine sehr hübsche Idee, das Baumhaus, was ja eigentlich bei vielen Einfamilienhäusern in den Gärten zu finden ist, dass die Kinder Baumhäuser bekommen. Es ist ein sehr netter Bausatz, es ist eine Eiche, eine sehr hochwertige Eiche und da haben wir einen Lasercut-Baumhaus in die Eiche reingebaut. Ist mein persönliches Messehighlight, eine Kleinigkeit, aber ein richtig netter Artikel. Aber wirklich sehr schön, auch sehr schön anzusehen, die Zuschauer sehen es jetzt im Bild.
Dann ist was ganz Neues bei Ihnen im Angebot, mediterrane Bäume. Ja, wir haben letztes Jahr mit Olivenbäumen angefangen. Das war mal so ein kleines Zugeständnis an unsere vor allem italienischen, spanischen Kunden. Kamen sehr, sehr gut an. Und deswegen haben wir ausgebaut mit Zypressen, mit Pinien und mit blühenden Mandelbäumen, um einfach die südländischen Kunden noch ein bisschen mehr zu erfreuen. Also Sie sehen sehr schön aus, kann ich nur sagen. Jetzt habe ich das nächste Problem. Wie hatten Sie vorhin gesagt, Foliage? Ja, Foliage. Was ist das? Foliage ist ein, sagen wir mal, ein Basic-Modellbauartikel. Das ist ein vernetztes Flockmaterial auf einem hauchdünnen Träger aufgeflockt. Mhm. Und der Kunde nimmt die Foliage und spannt sie zwischen seinen Fingern und macht damit zum Beispiel einen Bodenbewuchs. Er belaubt Büsche, er schafft einen Waldboden. Die Foliage gibt es in vier verschiedenen Farbtönen und ist wirklich ein Modellbau-Basic. Und wir haben eine neue Produktionstechnik entwickelt und sind sehr, sehr stolz, diesen Artikel präsentieren zu können. Ich hatte ja wirklich gedacht, Sie lassen es mal regnen. Aber nee, da kommen wir noch hin. Da, hoffentlich nicht. Wir arbeiten noch dran. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight. Das Highlight ist die Open-Air-Bühne, wo man selber Filme abspielen kann. Jawohl. Das ist ein Filmfestival. Inzwischen hat ja jeder größere Ort, der etwas auf sich hält, eigene Filmfestspiele. Oh. Und wenn er keine Filmfestspiele hat, dann hat er zumindest so ein Open-Air-Kino. Also sogar bei uns in Wangen im Allgäu gibt es einmal im Jahr auf dem Rathausplatz ein Open-Air-Kino für die ganze Bevölkerung. Und da haben wir gesagt, das können wir auf der Modellbahn auch. Wir machen eine Open-Air-Bühne mit einem 3,4 Zoll TFT-Farbdisplay und eingebauten Lautsprechern. Und über Cinch-Stecker kann jeder Kunde sein persönliches Abspielgerät anschließen. Also normaler CD-Player. CD-Player oder Sie können ein iPod. Es gibt von allen, von SCART, von HDMI, gibt es Schnittstellenkabel, können Sie alles anschließen. Haben Sie denn schon mal Filme gesehen bei Ihrem Filmfestival? Also zurzeit hier auf der Messe laufen nur, und man darf uns das nicht verübeln, noch Werbefilmchen, um die Kunden wirklich auf unsere Marke zu bringen. Aber eigentlich ist ja diese, sage ich jetzt mal, Open-Air-Bühne eigentlich so ein bisschen unperfekt. Da fehlt eigentlich noch was. Zu jedem Filmfestival jetzt kommt wahrscheinlich muss ja irgendwas passieren. Muss ich in Deckung gehen oder was passiert? Ja, also noch, wir haben da wirklich... Was vergessen? Was vergessen? Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Und zwar erhalten Sie von uns, zum Film gehört ja auch ein Filmpreis. Oh, fantastisch. Den Oscar für diese Bühne. Das ist ja genial. Modell und Bahn Open Air Film Festival Sonderpreis. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ja, damit Sie wissen, dass die Arbeit auch gelohnt hat. Ja, vielen herzlichen Dank. Den werde ich gleich in meinem Besprechungsraum hier auf der Messe aufstellen. So muss das sein. Und bei jedem Kunden, der kommt, damit angeben. So, Herr Dr. Noch, wir bedanken uns für dieses ganz tolle Gespräch. Vielen für Dank die vielen auch. Neuheiten, die wir vorstellen konnten. Die haben uns da sehr geholfen dabei und wie gesagt, ich bedanke Jahr mich für Ihre Zeit und freue mich. Ach, ich muss noch eine obligatorische Frage stellen. Ja? Nein, ne? Ich verrate es nicht. Aber fragen okay, Sie gar nicht. Herr Doktor, noch alles Gute. Tschüss. Und viel Spaß. Danke. Danke. Bereits auf der vergangenen Messe 2014 hier in Nürnberg, liebe Modellbahnfreunde, haben wir Ihnen einen kleinen, aber feinen Modellbahnhersteller vorgestellt. Der belgische Hersteller Rockyrail überzeugte mit guten Modellen in einer sehr ansprechenden Qualität. Wem wundert's also nach dem Messestart von 2014, dass Paul van der Steen wieder hier auf der Messe mit einigen Neuheiten präsent ist? Unsere Stammzuschauer haben sicherlich noch die Produktvorstellung der MAX 6400 in guter Erinnerung. Lieber Paul van der Steen, mit welchen Neuheiten sind Sie dieses Jahr auf der Messe vertreten? In der Spur N haben wir weitere Varianten Farbgebungen von der Elox Typ 27000 und BB 37000. Das sind Alstom Prima Elox, die BB 37000 sind Mehrstromlokomotiven. Die haben drei Pantos, drei Stromabnehmer, sodass die können fahren in Deutschland und Frankreich. Die meist wichtige Version für Deutschland ist die silberfarbige HSL Via mit der Beheimatung in Hamburg.
Das ist aber jetzt nicht nur die einzige Bahnverwaltung oder sagen wir mal privater Unternehmer, sondern welche Varianten kommen noch? Dann haben wir die anderen meist wichtigen, ist die Fred, die sehr bekannt sind. Die kommen via die Moselstrecke nach dem Ruhrgebiet. Dann haben wir die VfLi und die Europort. Das sind ja wieder auch sehr schöne Lokomotiven. Wir haben sie uns ja schon ansehen dürfen, in sehr guter Qualität. Aber Sie haben uns ja auch noch was anderes mitgebracht. Ein Handmuster eines Dieseltriebzuges. Was ist das? Ja, das ist in der Spur H0. Das ist ein niederländischer Triebwagenzug. Und das ist ein Dieseltriebwagenzug Plan U. Und die fährt in den Jahren 76 und auch noch in ein großes Teil von den Jahren 80 in den nicht elektrifizierten Strecken in Holland. Wann wird dieser Zug voraussichtlich auf dem deutschen Markt sein? Wir rechnen darauf, die auf den Markt zu bringen und ab die Herbst, September, Oktober dieses Jahr. Was ist denn noch so geplant, was wir vielleicht so als kleines Schmankerl oder den Zuschauern noch anbieten können? Was haben Sie noch im Kopf, wo Sie sagen, das wollen wir noch realisieren? Ja, wir haben dieses Jahr noch eine andere Form Neuheit, das ist die Doppelgelenkwagen T3000E in H0. Und der kommt dann auch dieses Jahr irgendwie bis Ende des Jahres, oder? Die kommt gegen Ende dieses Jahr. Ja. Wie sind denn diese Triebwagen, die Sie jetzt angekündigt haben, H0, wo wir auch das Handmuster hier haben, wie sind die technisch ausgerüstet? Die haben das Motor-Triebwagen geteilt. Die hat dann einen Zentralmotor mit Antrieb auf die vier Achsen. Mhm. Und weiter die zwei anderen Wagen werden dann gezogen. Ja, lieber Paul van der Steen, das war ja nun mal eine kurze, knackige Sache, aber ich denke, eine sehr interessante Geschichte. Wir wissen ja auch schon, dass Ihre Modelle schon so in Insiderkreisen schon recht hoch gehandelt werden. Wir wünschen Ihnen für dieses Jahr, für die Produktion dieser Modelle alles Gute und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder uns hier treffen können, mit weiterhin Neuigkeiten, die Rocky Rail anzubieten haben. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Seit 1988 ist Viessmann bei Modellbahnen bekannt für innovatives und hochwertiges Modellbahnzubehör. Dem Motto Vorsprung durch Innovation ist Viessmann seit über 20 Jahren treu. Mehr als 8 Patente sowie eine Reihe von Marken belegen die Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Nach 27 Jahren Viessmann vereint jetzt das Unternehmen unter seinem Dach die Marken Kibri, das seit 2010 und auch seit 2014 Vollmer. Lieber Matthias Viessmann, gespannt schauen wir und viele Modellbahner auf das, was Sie dieses Jahr zur Messe präsentieren werden. Guten Tag, Herr Buttig. Hallo. Willkommen auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2015 am Stand von Viessmann, Kibri und wie Sie gesagt haben, jetzt auch Vollmer. Wir sind stolz und glücklich, dass wir Vollmer in unseren Markenverbund mit aufnehmen konnten. Wir hatten eine sehr spannende, aber auch anstrengende Zeit in den letzten Monaten, haben es aber geschafft, rechtzeitig zur Messe interessante und spannende Neuheiten für alle drei Marken zu zeigen. Und was Vollmer an Neuheiten oder was Viessmann Vollmer jetzt an Neuheiten für Vollmer zu zeigen hat, sparen wir uns mal zum Schluss auf. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich würde vorschlagen, wenn Sie sich dagegen haben, wir fangen mit Viessmann wieder in gewohnter Weise an. Eine Frage vorneweg hätte ich auch, was macht der Bahnhof Halle? Der Busbahnhof Halle ist noch in der Entwicklung. Wir denken, dass wir das Produkt spätestens Ende des Jahres ausliefern werden. Also, haben wir das auch geklärt? Ja, kommen wir jetzt zu den Neuheiten. Wir haben hier auf unserem Tisch einen Geisterwagen stehen. Ja, was ist denn das? Der Geisterwagen ist die logische Konsequenz der Fortentwicklung des letztjährigen vorgestellten Unimox mit Geisterwagen. Wir bieten diesmal diesen Geisterwagen einzeln an, mit Digitaldecoder, Sound und Beleuchtung. Der Geisterwagen hat den Vorteil, dass er vor allem für solche Fahrzeuge benutzt werden kann, die keinen eigenen Antrieb haben oder schlechte Gleiskontakte da sind, wie zum Beispiel Draisinen, kleine Köfs oder auch die beliebten Modelle der Kibri-Gleisbaufamilie, die ohne Motor als Bausatz angeboten worden sind seit 15 Jahren. Mal sehr pfiffig ausgedacht von Viessmann, muss ich sagen. Diese Wagen, haben dann auch Sound oder wie wird das fallen?
Richtig, genau. Man kann dann den entsprechenden Sound, der eigentlich vom Zugfahrzeug ausgeht, weil ein normaler Waggon ja keinen Sound macht, aufspielen und kann das dann halt eben auf der Anlage fahren lassen und hat dann das Gefühl, dass die Zugmaschine den Wagen zieht. In Wirklichkeit ist es so, dass der Wagen die Zugmaschine schiebt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Fahrzeug auch seine Liebhaber finden wird. Ganz sicher bin ich mir das sogar. Ja, dann kommen wir zu zwei Figuren, auch eine Innovation. Ich sag mal so, Ohrzopft ist. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich bin jemand, der sich für Bayern begeistern kann. Ich war auch schon mehrmals auf dem Oktoberfest und habe mir gedacht, diese Figur in Bewegung zu bringen, den Bürgermeister Ude als Vorbild zu benutzen und dann einfach eine Figur zu entwickeln, die wirklich ein Fass ansticht. Und es sieht wirklich, der Bewegungsablauf ist unseren Entwicklern hervorragend gelungen. Es ist witzig und es ist auch wirklich auf jeder Anlage, wo ein Biergarten, ein Fest stattfindet, zum Nachrüsten ideal geeignet. Dann kommt die zweite Figur ins Spiel. Es ist ja so, man muss mal, ich meine, man sollte es nicht so tun in der freien Natur, das ist ja, glaube ich, verboten, aber es passiert halt immer wieder, man muss mal. Richtig, genau. Wir als Modellbahnhersteller haben die Aufgabe, das Original im Modell darzustellen und die Wahrheit ist halt eben die, dass sich auch der ein oder andere Mann mal hinter einem Gebüsch verkriecht, um sein Geschäft zu erledigen und das ist nun auch auf der Anlage darzustellen. Also dank Fiesmann gibt es auch diese Figuren und die Anlage sicherlich bereichern. Kommen wir doch wieder mal zu etwas ernsthafteren Themen. Und da gibt es einen Türantrieb, den Sie entwickelt haben, oder einen Torantrieb, der in fast alle Modelle eingebaut werden kann. Das ist komplett richtig. Das ist ein Tür- und Torantrieb, der spurgrößenübergreifend einfach von unten eingebaut wird und adaptiert werden kann an die zu bewegende Tür oder das Tor. Das kann ein Lokschuppen sein, das kann eine Haustür von einem Bauernhof sein, eine Eingangstür von einem Haus. Da sind der Möglichkeit keine Grenzen gesetzt. Also auch hier wieder eine innovative Idee und das, was auf der Modellbahn meistens noch gefehlt hat, diese Antriebe. Was sehr witziges und pfiffiges sind die schaltbaren Ampeln. Richtig, die schaltbaren Ampeln zum Preis von knapp unter 20 Euro sind auf der Anlage einzubauen wie die Fissmann-Lampen mit dem Steckfuß und haben eine Elektronik, die Lampen dann auch parallel so schalten lassen, dass ein reales Schaltbild entsteht. Enthalten sind zwei Stück, sodass sie zum Beispiel einen Fußgängerüberweg komplett darstellen können. Also im Grunde genommen für kleines Geld doch noch ein notwendiges Detail, was man immer noch nachrüsten kann. Kommen wir jetzt zu Kibri, das ist ja auch in Ihrem Handels- oder in Ihrem Produktionsprogramm. Da ist ein sehr schönes Modell eines Zwei-Wege-Kranes zu sehen. Richtig. Wir haben letztes Jahr schon die ersten Modelle vorgestellt, in denen der Kunde den sogenannten Funktionsbausatz kaufen kann. Das bedeutet, wir tun ab Werk verschiedene LEDs, schwierig zu darstellende Arbeitsgänge bereits erledigen. Der Kunde bekommt das Modell vormontiert und muss dann zu Hause den Bausatz nur noch entmontieren. Und in dem Zuge haben wir jetzt den Zwei-Wege-Mobilkran von Liebherr ins Programm genommen, weil er halt eben eine Front-, eine Heckbeleuchtung und auch gelbe Rundumlichter hat und somit wirklich was Schönes darstellen kann auf der Anlage. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Kommen wir zu einer etwas größeren Geschichte, was man auch sehr schön darstellen kann, das Umspannwerk. Das Umspannwerk von Kibri hat eine gewisse Tradition, braucht ein bisschen Platz auf der Anlage, ist aber individuell auch verkleinerbar. Und wir haben halt eben auch hier unsere Fissmann Technik zum Einsatz gebracht und haben das sogenannte Lichtbogenblitzen simuliert und das an drei Stellen auf dem Umspannwerk, sodass es nur was zu sehen gibt. Also im Grunde genommen wie im richtigen Leben, wenn die Schalter, die Zangen zusammengehen, gibt es einen Blitzbogen, kann man also hin und wieder das auch auf der Anlage nachsimulieren. Dann kommen wir nochmal zu dem Fahrzeugbereich. Auch da gibt es ein Modell mit dem Niederbordwagen und dem darauf montierten Fahrzeug. Genau, das ist aus der Epoche 3 eine gelbe Zugmaschine, die damals mit Waggons verschifft worden sind, transportiert worden sind. Und das ist ein sehr originalgetreues Modell, sehr gut gelungen und wirkt wirklich wie im Original. So, das waren die beiden wichtigsten Dinge von Kibri bzw. von Fiesmann, was wir vorgestellt haben. Und jetzt begeben wir uns mal zum Vollmer für die Neuheiten, für die Innovationen, die wir jetzt den Zuschauern nicht vorenthalten wollen. So, liebe Modellbahnfreunde, im Fernsehen ist alles möglich. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Keine Angst, wir sind noch bei Matthias Fiesmann. Wir haben nur die Position etwas geändert. Wir sind jetzt
an einem etwas abgetrennten Stand von Vollmer gelandet. Und nun sind wir natürlich alle gespannt, was gibt es Neues von der Marke Vollmer zu berichten. Ja, Herr Buttig, Vollmer lebt weiter. Wir sind stolz, die Marke übernommen zu haben. Wir werden die gewohnte Qualität liefern, auch in Zukunft. Wir haben das komplette Sortiment übernommen. Es ist jetzt ein neuer Katalog erschienen und trotzdem wollten wir das noch toppen und haben in den letzten 2-3 Monaten eine neue Technik entwickelt, die sogenannte Vollmer Steinkunst. Die Vollmer Steinkunst, was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Das ist ein Sedimentverbundwerkstoff aus Sand und einem lösungsmittelfreien Klebestoff, der uns die Möglichkeit gibt, Naturmaterialien zum Nachbilden von Mauern, Kopfsteinpflasterplatten, Dächern, alles, was man eigentlich aus Stein kennt, nachzubauen. Also ich kann Ihnen versichern, liebe Zuschauer, wir haben auch eine kleine Modellpalette davon hier liegen, von diesen Natursteinen. Mal nur dieses Tunnelportal zu zeigen. Es ist auch sehr schwer und man kann auch sehr schön die feine Detaillierung sehen. Das ist ja wirklich ein Riesenschritt eigentlich. Es ist schwer wie Stein, ja. Es sieht aus wie Stein, es, ja, es wiegt und es fühlt sich an wie Stein. Ja. Aber es sind ja nicht nur diese Tunnelportale, auch die Eingangs... Die Stützwände zum Beispiel. Genau. Und da hatten Sie mir verraten, lieber Matthias Fiesmann, dass man die sogar biegen kann. Richtig. Man hat die Möglichkeit, die mit einem Heißluftföhn zu erwärmen und dann kann man sie in die gewünschte Form bringen. Zum Beispiel, um Kurven, Ecken, Kanten oder sowas besser abbilden zu können. Also man kann diese Tunnelportale sozusagen oder die Eingangsseiten richtig den Verhältnissen anpassen, so wie man es auf der Anlage haben muss. Es sind Spurweiten übergreifend, keine Grenzen gesetzt. Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung, wir haben die ersten Produkte jetzt vorgestellt, aber das Sortiment wird sich in Kürze noch sehr groß ausweiten. Das gilt für Liebhaber der Spur 0, der Spur G, der Spur H0, TT und N. Also dürfen jetzt alle Freunde von Vollmer, die jetzt geglaubt haben, Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei, es ist weg, ganz gespannt sein, was Sie jetzt Neues entwickeln werden für diese genannten Spurweiten. Und wir haben hier ja auch einige Modelle im Hintergrund stehen und die sehen ja wirklich fantastisch aus. Genau. Überzeugen Sie sich selbst von diesem neuen System. Probieren Sie es aus. Gehen Sie in den Fachhandel und verwenden Sie die Materialien. Lassen Sie sich zeigen. Sie werden ein neues Erlebnis haben. Wir haben hier auch noch ein wunderschönes System an Straßenpflaster liegen. Ist das aus dem gleichen Material? Das Straßenpflaster ist aus demselben Material. Es gibt Kreuzungen, Weichen, Ecken, Endstücke, sodass man einen kompletten Straßenzug aus Kopfsteinpflaster nachbilden kann. Also lässt ja an sich diese innovative Entwicklung, die Sie jetzt hier uns vorstellen auf dieser Messe, ja hoffen, dass in Zukunft dann noch viel, viel mehr kommt. Richtig. Das gilt sowohl für Vollmer als auch für die anderen beiden Marken. Wir haben Blut geleckt. Wir stehen hinter allen drei Marken gleichermaßen und werden uns auch in Zukunft immer wieder neue Modelle und tolle Ideen einfallen lassen. Das wird die Modellbahner, die interessierten Modellbahner, die vor allen Dingen dem Hause Fiesmann und Kibri treu geblieben sind, der Marke Vollmer sicherlich auch weiterhin huldigen und sagen, Mensch, toll, dass ihr das weitermacht. Also wir finden das als eine ganz klasse Idee. Das alte Programm ist da und auch etwas Neues ist da. Genau. Und es wird auch immer wieder etwas Neues geben. Ist das Wort zum Sonntag, sage ich mal. Ich denke, wir haben mit Vollmer die richtige Entscheidung getroffen. Und diese Kultobjekte, die Kultmodelle wird es auch weiterhin geben. Es wäre schade, wenn die Marke vom Markt verschwunden wäre. Und rechnen Sie damit, dass wir innerhalb der nächsten paar Monate mit dem kompletten Sortiment auch wieder lieferfähig sind. Lieber Matthias Fiesmann, es war ein tolles Statement von Ihnen zu Vollmer. Das Bekenntnis zu Vollmer, das werden sehr viele Modellbahnfreunde sehr positiv jetzt aufgefasst haben. Wir wünschen Ihnen für die Messe, für die restlichen Tage noch alles Gute. Noch im restlichen Jahr viele, viele gute Ideen. Und dann werden wir mal sehen, was nächstes Neues gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Buttig. ...1946, also vor 69 Jahren, wurde ein Unternehmen gegründet, welches in der Modellbahnbranche nicht mehr wegzudenken ist. Die Gebrüder Faller, so der Name des Unternehmens, wird zum Begriff der Modellhäuslebauer. In meiner Hand sehen Sie hier ein kleines Modellhaus von Faller. Und das ist etwas ganz Besonderes. Es ist mein erstes Faller-Modellhaus,
welches ich im Jahre 1965 selbst zusammengebaut habe. Es fand damals den Weg vom Schwarzwald zu mir nach Görlitz in die ehemalige DDR. Und dieses Haus, dieses erste Modellhaus, bedeutete mir damals sehr viel. Und damit gebe ich mir eigentlich gleich das richtige Stichwort mit meiner Überleitung. Ich habe an meiner Seite Hendrik Mielke und er wird uns jetzt vorstellen, was ihm sehr viel bedeutet und uns Faller vorzubestellen. Ja. Ja, tolles Haus, nicht? Ein wunderschönes Haus, auf jeden Fall. Und liebe Häuser, wie Sie es gesagt haben, bedeuten nicht nur Ihnen viel, wenn ich es in die Hand nehmen darf. Die Häuser bedeuten auch uns sehr, sehr viel. Wie ich es eben gesagt habe, wenn an uns Häuser herangetragen werden, die aus der Zeit noch stammen, nehmen wir sie sogar gern zurück. Aber nicht aus der Hand. Ich gebe es auch. Aus der Hand haben sie es schon gegeben. Aber wir können es derweil mal, denke ich mal, hier irgendwie mal auf die Anlage stellen, weil. Genau. Nur mit den Autos ein bisschen, damit die Autos noch vorbei können, soll das Modellhaus mal die Neuzeit. Genau, da auch die anderen Häuser auch. Ja, lieber Hendrik Mielke, was ist 2015 bei Faller nun ganz aktuell? Ja, es ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem kleinen Häuschen, was wir gerade gesehen haben. Es ist die absolute heutige Gegenwart, die wir zeigen wollen. Wir haben zum einen den Bahnhof Horrem als ersten CO2-neutralen Bahnhof überhaupt, einen Systembahnhof von der Deutschen Bahn, den es an weiteren Orten geben wird zukünftig, über ganz Deutschland verteilt. Also ein überregionales Konzept in verschiedenen, dann regionaltypischen Ausführungen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unser K-System weiterentwickelt, da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf zurück, und haben auch dort einige Besonderheiten zu zeigen. Und wir haben dann als kleinen Kontrast vielleicht zum Bahnhof Horrem auch noch ein Kloster, ein sehr altes Gebäude, was dann vielleicht auch wieder den Bogen zurückschließt zu dem alten Häuschen, was wir hier mit stehen haben. Das Kloster ist ja ein relativ, sage ich jetzt mal, attraktiver Bau. Haben Sie mal gezählt, aus wie vielen Einzelteilen dieses wunderschöne Kloster eigentlich besteht? Also das Original kann ich Ihnen nicht sagen, aus wie vielen Teilen es besteht. Der Bausatz ist in der Tat sehr groß, obwohl wir Wiederholteile verwenden. Die exakte Zahl steht erst fest, wenn die Werkzeuge fertig sind. Aber der Bausatz wird ganz sicher über 1500 bis wahrscheinlich an die 2000 Teile haben, wenn er fertig ist. Dann gibt es auch noch einen sehr wunderschönen Bau, den wir gesehen haben, eine alte Mühle im H0. Ja, das ist die Burgmühle, ist eine Auskopplung entsprechend aus dem Kloster. Wunderschön, weil auch für uns untypisch, nicht aus dem Südwesten stammend. Das Vorbild mit den kleinen Steinfriesen an der Seite, zweistöckig gebaut, unterschlächtig angetrieben. Und das Modell insgesamt als patiniertes Modell natürlich ein absolutes Highlight. Ist das jetzt so ein bisschen der Trend bei Faller, dass man auch mal sich vom Schwarzwald wegbewegt und auch Gebäudemodelle entwirft oder dem Kunden anbietet, die vielleicht woanders angesiedelt sind? Grundsätzlich ist das ein Thema, was wir schon immer auch mitgetrieben haben. Es gab den Bahnhof Bonn, der ist jetzt auch nicht im Schwarzwald bei Heiner. Gut, da haben Sie recht. Die Bahnhofsbrücke Neustadt und Ähnliches. Natürlich hatten wir die Themen früher auch schon, nur es ist klar, gerade im Bereich Wohngebäude, der kleine Exklusivgebäude, sind wir sehr stark in unserem Umfeld gewesen, weil es natürlich für uns auch leicht erreichbar war und wir sehr viel Romantik um uns herum haben direkt. Jetzt gehen wir da ein bisschen über den Tellerrand raus und schauen einfach, dass wir für eine breitere Masse auch etwas finden, Gebäude finden, die da eine größere Region abdecken. Verlassen wir mal die Spur H0 und gehen wir im Spur-N-Bereich. Auch da bieten Sie ja eigentlich eine ganz fantastische Geschichte an. Haben wir gerade so ein Modul gesehen. Werden wir den Zuschauern auch jetzt in dem Augenblick einblenden? Also wir haben die Materialseilbahn zum einen natürlich als Bewegungsmodell, war sehr erfolgreich im Bereich H0 mit einem kleinen Gebäude. Wir haben jetzt den Vorteil, eine sehr schöne Berghütte oben als Bergstation zu haben, ein Lasercut-Gebäude unten als Talstation, als Gegenpunkt. Eine richtige Kabine tatsächlich, in N geht sowas, in H0 ist das schwieriger, natürlich auch mit einem entsprechenden Vorbild in Südtirol. Und wir haben auch bahnnahe Bauten wieder, vor allem dort Erfolgsmodelle, die auch aus dem H0-Bereich kamen, neu aufgelegt, also wirkliche Formneuheiten, wie zum Beispiel Stellwerk Dahlhausen. Und nicht zuletzt unseren größten Lasercut-Bausatz dieses Jahr für die Spur N, den Kürnbachhof, der sicher auf jeder Anlage ein Highlight ist. Kommen wir doch mal wieder zurück zur Spur H0. Und mir brennen natürlich schon ein paar Fragen unter den Nägeln. Die Zuschauer wissen es, die waren bisher immer unser Ansprechpartner für das Faller K-System. Was gibt es denn da Neues? Also wir haben zum einen ein neues Fahrzeug,
wieder ein Einsatzfahrzeug. Wir wissen einfach, dass die am beliebtesten sind. Es blinkt blau, es kann mit Martinshorn tröten und es ist ein wunderschöner Rettungswagen geworden von der Feuerwehr, also auch der nicht regional gebunden. Zum anderen haben wir viel gearbeitet an der Software. Die größte Aufgabe, die wir im Moment verfolgen beim K-System, ist, die Software noch intuitiver zu machen. Es ist schon heute so, dass es einen unglaublichen Spaß macht, zu zeigen, wie etwas funktioniert in kurzer Zeit. Aber wir haben mit den interaktiven Schildern zum Beispiel, die wir heute setzen können, die Möglichkeit, mit einem Mausklick komplettes Fahrverhalten auf der Anlage zu ändern. Ich setze also einfach irgendwo ein Schild mit einem Tempolimit und sofort reagieren die Fahrzeuge drauf. Ich kann ein Schild setzen, was Vorfahrt achten bedeutet und was es auch bewirkt sofort. Ich muss nichts speichern, ich muss nichts ändern, ich muss kein Programm, keine Automatik schreiben, es funktioniert sofort. Eine andere Sache... Wie geht denn das? Die Frage muss ich mir jetzt... Haben Sie da Zauberei, Hex, oder wie machen Sie das? Es ist ein bisschen Zauberei, die uns Gott sei Dank durch unsere Systematik von Anfang an ermöglicht wird, dass wir auf einem PC die Position von Fahrzeugen weiter simulieren. Dadurch, dass wir im PC die Position exakt kennen, können wir sehr viel tun und wir können rückschließen. Wenn jetzt der Rechner leistungsstark genug ist, können wir eben auch solche Automatismen oder solche Aufgaben dem Anwender abnehmen und dementsprechend den PC selber übernehmen lassen. Dadurch habe ich viel mehr Spieleffekt, es ist einfacher und die Arbeit hat der Computer. So soll es ja eigentlich sein. Also aus Ihren Worten entnehme ich, dass das Faller-K-System beim Endkunden, beim Verbraucher wirklich angekommen ist. Denn die Weiterentwicklung zeigen es ja, es muss ja irgendwie funktionieren. Das ist so. Wir haben sehr erfolgreich im letzten Jahr unsere Fachhändler geschult. Das war so unser erstes großes Feedback, was wir hatten von Fremden, die zu uns gekommen sind und sich haben schulen lassen. Wir haben 2 Endkunden-Workshops durchgeführt und wir verkaufen effektiv seit September letzten Jahres das System nach draußen. Wir haben die Enthusiasten schon gewinnen können für uns und haben dort entsprechendes Feedback auch schon bekommen von draußen, dass es funktioniert, das System, und dass es einfach Spaß macht, damit umzugehen. Hatten Sie mir ja vorhin schon verraten, dass es was ganz Besonderes gibt an Feedback, was bei Ihnen eingetrudelt ist. Wir wollen es den Zuschauern auf keinen Fall vorenthalten. Also ich habe quasi einen Liebesbrief bekommen in digitaler Form. Ein Kunde hat uns ein Video geschickt von seiner Anlage, fertig aufgebaut, in sehr, sehr kurzer Zeit. Das muss man wirklich sagen. Viele Anlagenthemen dauern ja sehr lange Zeit und ziehen sich über Monate und Jahre. In dem Fall war der Kunde sehr schnell. Innerhalb von 2 Monaten hat er eine komplette große, funktionsfähige K-System-Digitalanlage aufgebaut, die auch optisch einiges hergibt, und hat sich bedankt dafür, dass wir so ein System auf den Markt gebracht haben, mit dem er so viel Freude hat. Und das ist für uns natürlich der größte Lohn. Kommen wir nochmal zu dem K-System generell zurück. Wenn Sie jetzt die Verkehrszeichen irgendwo hinstellen, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Verkehrszeichen stelle, ein Stoppschild, dann bleibt das Fahrzeug tatsächlich stehen. Wenn Sie es mitten auf die Spur stellen, dann bleibt das Fahrzeug auch an dem Stoppschild stehen. Dann fährt das Fahrzeug das Schild um. So war es nicht gemeint. Okay. Nein, was, aber es ist auf dem Monitor natürlich so, wenn ich es dorthin setze. Was können wir denn für nächstes Jahr erwarten? Wird das Faller-K-System noch perfektionierter gemacht? Wir arbeiten weiter dran, auf jeden Fall. Also die große Aufgabe ist sicher, weiter die Software noch stärker zu vereinfachen, noch mehr Spielwitz reinzubekommen. Wir arbeiten im Moment sehr stark daran, die Performance zu steigern bei gleicher Rechnerleistung. Das heißt, wir versuchen, Messungen zu priorisieren zum Beispiel. Das heißt, Fahrzeuge, die sehr einsam lange Strecken zurücklegen, die muss ich nicht ununterbrochen messen. Auf der anderen Seite, wenn ein Fahrzeug sehr schnell an eine Ampel heranfährt, muss ich sehr häufig messen, um sauber steuern zu können. Das sind Aufgaben, die sind relativ komplex, die sind für den Kunden erstmal nicht zu sehen, aber das ist genau das, was wir dem Kunden abnehmen wollen, dass es bei ihm super funktioniert, ohne dass er sich darum kümmern muss. Also im Umkehrschluss kann ich sagen, dieses Jahr 69 Jahre, nächstes Jahr habt ihr ein großes Jubiläum, 70 Jahre, ja. Also denke ich, dass da sicherlich irgendwas Tolles zu erwarten ist. Da wird mit Sicherheit einiges zu erwarten sein, sowohl im K-System als auch im Modellbereich, als auch von der Firma und von unserer Präsentation. Ich merke schon, mehr will er nicht sagen. Herr Mielke, vielen Dank für das nette Gespräch, für die Neuheiten, die Sie vorgestellt haben von Faller. Wir wünschen Ihnen für die Messe noch ganz viel Erfolg. Und ja, für nächstes Jahr, denke ich, werden wir uns wiedersehen. Und dann werden wir sehen, was 70 Jahre Faller zu bieten hat. Da freuen wir uns drauf und machen ein Fass auf. Danke. Danke. Hier wird der Mann zum Kind, liebe Zuschauer. Das war der zweite Teil unserer Sendung hier aus Nürnberg. Freuen Sie sich auf den dritten.